Du rufst dir die Seele aus dem Leib, doch dein Hund spielt einfach weiter. Wenn er nicht auf dich hört, dann versteht er vermutlich gar nicht, was genau du von ihm möchtest. Damit das in Zukunft anders läuft, nennen wir dir in diesem Video die 7 absoluten Todsünden der Hundeerziehung. Als erstes, Dauerbeschallungseffekte vermeiden. Wenn dein Hund das Kommando kennt, dann genügt ein einziger Ruf. Jedes weitere Wort ist überflüssig und untergräbt deine Autorität. Wenn du immer wieder hier brüllst, kommt er garantiert nicht. Du sagst ihm schließlich ständig, wo du bist und dass du auf ihn wartest. Als zweites, Wort und Geste nicht widersprechen lassen. Dein Hund deutet deine Mimik, deine Körpersprache und die Betonung deiner Worte und kombiniert diese. Wenn deine Haltung und die Gesten nicht übereinstimmen, dann hast du verloren. Wer zitternd vor Wut komm her säuselt, kann lange auf seinen Hund warten. Als drittes, Nachlässigkeit und Vergesslichkeit. Wenn du anfangs konsequent warst und jetzt nachlässig wirst, weil er einen bestimmten Trick erlernt hat oder du ihm unerwünschte Verhaltensweisen abgewöhnt hast, dann hat er dich. Früher oder später wird dein Hund erkennen, dass du nicht aufpasst und seine Chance nutzen. Gleiches droht, wenn du grundsätzlich jede brave Handlung mit einem Leckerli belohnst. Dann wird er nur noch gegen die Bezahlung arbeiten wollen. Als viertes, mehrfaches Kommando. Dein Hund liegt, du gehst zurück und sagst dabei ständig bleib. Sobald du nichts sagst, rast dein Hund dir hinterher. Denn er hat gelernt, nur solange das Kommando ertönt, darf ich mich nicht bewegen. Diesen Fehler solltest du daher unbedingt vermeiden. Als fünftes, zu frühes Kommando. Dein Hund entfernt sich von dir und du rufst bei Fuß. Es kann sein, dass er es gehört hat, doch jetzt wird es ihn nur irritieren. Er hat sich doch gerade erst in Bewegung gesetzt. Ähnlich wirkungslos sind Hopp-Kommandos 5 Meter vor dem Hindernis. Dein Hund kann die Worte nicht mit ihrer Bedeutung verknüpfen, daher müssen sie unbedingt im richtigen Moment gegeben werden. Als sechstes, zu spätes Lob. Ein guter Hund möchte Anerkennung für das, was er getan hat. Doch es dauert, bis du das Leckerli aus der Tasche herausgefummelt hast. Vor lauter Hektik gibst du es ihm genau in dem Moment, in dem er winselnd darum bettelt. Das wird er ab sofort wahrscheinlich immer tun. Deshalb muss Lob immer im richtigen Augenblick gegeben werden. Als siebtes, innere Uhr und andere Äußerlichkeiten berücksichtigen. Auf dem Hundeplatz ist dein Hund der bravste von allen, doch zu Hause benimmt er sich total daneben. Das sind die Gründe. Du hast zu Hause zu wenig geübt und dein Hund glaubt, dass er nur in der Hundeschule gehorchen muss. Du bist nur im Kurs konsequent. Oder du motivierst im Kurs mit Leckerlis und Spielzeug, außerhalb soll es nun auch ohne funktionieren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.